Was ist Heimat für dich? Ist Heimat ein Gefühl, ein Geschmack, ein Geruch? Ist Heimat der Ort, an dem du geboren wurdest oder an dem deine Familie, deine Freunde wohnen? Und was bedeutet Heimat eigentlich für uns als Gesellschaft? Darüber spreche ich heute hier im Stuttgarter Hospitalhof auf der Tagung Heimat als Haltung mit zwei Personen, die einiges dazu zu sagen haben. Was bedeutet denn Heimat ganz persönlich für Sie? Welche Gefühle, Bilder, Eindrücke haben Sie bei dem Begriff? Also ich glaube, mir kommen bei Heimat ähnliche Assoziationen wie anderen auch, nämlich die von einem Raum, von einer Erfahrung eigentlich, die erstmal mit positiven Erinnerungen verbunden ist und mit so einer Art von Verbindung, mit einem intensiven im Raum sein, in der Welt sein. Also ich stelle mir einen Garten vor, zum Beispiel Bäume, der Geruch von Gras, der Geruch von Regen auf dem Teer zum Beispiel, an den ich mich noch als Kind erinnere oder so, und biografische Erinnerungen verbinde ich damit, aber auch Naturerfahrungen, Kunsterfahrungen, immer Momente intensiver Auseinandersetzung mit der Welt. Frau Aras, wie ist das bei Ihnen? Ist Heimat ein Ort, ein Gefühl oder auch Naturverbundenheit, wie bei Ihnen? Ist ähnlich. Also Heimat ist für mich auf jeden Fall mit positiven Emotionen eher verbunden, mit sich wohlfühlen, heimisch, an einen Ort kommen, wo man alles kennt, seine Nachbarin. Das ist, wenn ich sag mal, aus einer Reise zurückkomme, in meine Straße reinfahre, denke ich, ja, ich bin zu Hause, das ist für mich Heimat. Aber es ist auch natürlich, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, ist Musik zum Beispiel, wenn ich bestimmte Lieder höre, dann kommen Erinnerungen aus der Kindheit oder dieses, ja, berührt sein, das ist für mich Heimat. Und jetzt als Ort ist es für mich auf jeden Fall Stuttgart im Engeren, dann Baden-Württemberg, dann Deutschland und dann Europa. Also Heimat als Gefühl, als Geruch, als Erinnerung, als Ort. Sie haben ja auch in Freiburg, in Jena, in New York gelebt. Muss Heimat denn mit einem Ort verbunden sein? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also Heimat, ich finde die Idee, die dieser Tagung hier in Stuttgart zugrunde liegt, eigentlich sehr schön. Heimat ist eine bestimmte Haltung. Also es ist eine bestimmte Art und Weise, in der ich auf meine Welt zugehe und mir die Welt entgegenkommt. Und zwar so, dass es eigentlich ein wechselseitiges Interesse besteht. Also Heimat ist der Ort, an dem mich die Dinge interessieren, aber an denen vielleicht auch Erinnerungen haften, die in mich eingegangen sind, aber an denen ich mich auch wirksam fühle, weil ich da Anteil habe an dieser Welt oder Umwelt. Und das kann dann eben ein Ort sein, aber das kann einfach auch ein institutioneller Zusammenhang sein. Beispielsweise, ne? Wenn ich an die Uni zurückkomme oder so, oder auch wenn ich ins Fußballstadion oder ins Rockkonzert oder so hingehe, dann kann ich diese Art von Erfahrungen auch machen. Ich finde, Heimat kann auch was Politisches sein. Also für mich persönlich zum Beispiel ist Heimat insofern auch was Politisches. Heimat ist auch, wenn ich mit Menschen die gleichen Werte teile. Und deshalb sage ich zum Beispiel, ist für mich das Grundgesetz, unser Wertefundament, ist etwas, was ich mit anderen Menschen teile, was uns zusammenhält, wo wir Teil des Ganzen sind. Und deshalb finde ich, kann auch das Grundgesetz Heimat sein. Ist für mich jedenfalls. Das ist ein spannender Gedanke, weil Ihr Heimatbegriff war ja gerade auch sehr individualistisch geprägt. Sie hingegen bringen jetzt Heimat ja auch in einen gesellschaftspolitischen Kontext. Ist Heimat etwas, was ich für mich habe, oder ist Heimat etwas, was wir alle empfinden? Nein, ich glaube, Heimat kann nicht nur individualistisch sein, weil es geht mir ja um die Art der Beziehung zwischen Menschen zum Beispiel, also auch zwischen Menschen und Dingen. Und diese Art der Beziehung, die stellen wir immer gemeinsam her. Ja, also zum Beispiel in Institutionen, aber dann natürlich auch im politischen Raum. Also Heimat ist auch der Ort, wo ich sowas wie eine Stimme habe, an der ich gehört werde. Und das kann natürlich ein bisschen zur EU gehen. Also da kann man ganz interessant sehen, dass ich zu jedem Raum eigentlich eine
eine Haltung, die tendenziell eine Heimathaltung ist, einnehmen kann, oder eine Entfremdungshaltung. Die Heimathaltung entsteht da, wo ich das Gefühl habe, das, was da passiert, geht mich was an und ich habe Anteil daran. Ja? Also wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und sage, wir in Europa versuchen jetzt was, ja, dann habe ich tendenziell das Heimatgefühl. Wir in Europa, an dem ich Anteil habe, nicht, weil ich es kontrolliere und mich dort durchsetze. Und übrigens auch nicht, weil wir da alle schon immer einer Meinung sind. Für mich gehört Streit ganz zentral auch zu Auseinandersetzung. Heimat ist auch ein Raum, an dem man sich auseinandersetzen kann, aber nicht in Form von, du bist eine blöde Gans, sondern in Form von, das interessiert mich, was du sagst, lass uns darum ringen. Mhm. Also das finde ich super spannend, Heimat. Wenn ich mich irgendwo heimisch fühle, mich zugehörig fühle, dann ist es mir, diese Heimat, diese Werte sind mir dann auch nicht egal. Genau. Sondern ich verteidige sie, ich will was dafür tun, wenn ich sie gut finde, dass sie erhalten bleibt. Oder wenn ich sage, nee, wir müssen es verändern, dann will ich mich ja auch einbringen, um diese Veränderung einzubringen. Und deshalb kann das sogar ein Antrieb sein, genau, wie Sie sagen, ein Antrieb sein, Dinge zu verändern. Mhm. Also das hat man oft gesagt, dass man eine Art von Patriotismus sogar braucht, um zu sagen, ich kämpfe gegen das Falsche, sonst kann ich weglaufen. Mhm. Also, aber ich will nicht, dass mein Land oder meine Stadt oder mein Dorf das Falsche tut. Und deshalb versuche ich dann genau dafür zu kämpfen. An dem Punkt würde ich aber gerne einhaken, weil der Heimatbegriff ja durchaus auch in der Kritik steht, weil er über diese Heimatverbundenheit auch mit Patriotismus konnotiert wird und die extremen Rechten ihn ja auch für sich vereinnahmen. Ja. Frau Arras, lässt sich denn dieser Heimatbegriff wieder zurückholen in das Bürgerliche? Also ich finde Heimat für mich persönlich, weil es mit positiven Emotionen verbunden ist, weil Heimat etwas ist, was ich auch im Positiven verteidige, wo ich mitgestalte, weil mir es nicht egal ist, dieser soziale Raum, in dem ich bewege. Deshalb geht es uns alle etwas an und deshalb sollten wir vor einer Debatte überhaupt keine Scheu haben. Und ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem Thema Heimat, weil irgendwelche Rechtspopulisten das für sich entdeckt haben. Nein, Heimat kann doch auch eine Orientierung sein, kann Ankerpunkt sein. Und deshalb finde ich, sollten wir das in der Breite der Gesellschaft diskutieren und dieses wichtige Themenfeld auf gar keinen Fall irgendwelchen Rechtspopulisten überlassen, die die Gesellschaft ja geradezu auseinander dividieren wollen, die den Heimatbegriff auch ausgrenzend bestimmen. Und wir haben ja vorhin im Vortrag gehört, Heimat und Resonanzraum heißt ja nicht, oder Resonanz heißt ja nicht, dass es nur Harmonie ist. Im Gegenteil, man muss ja auch kontrovers diskutieren können, man muss sich streiten können, um auch was zu verändern, nach vorne positiv entwickeln. Und von dem her, finde ich, sollten wir das auf jeden Fall diskutieren und das nicht irgendwelchen Rechtspopulisten überlassen. Herr Rufer, Heimat als Haltung, geht das? Ja, ich bin da eigentlich davon überzeugt. Also ich glaube, wir sollten Heimat halt umdefinieren in dem Sinne, aber vielleicht kann man die Rechtspopulisten ja sogar dafür gewinnen, wenigstens einige davon, die nicht völlig verhärtet sind, dass man nämlich sagt, vielleicht sollten wir nicht sagen, Heimat muss verteidigt werden, sondern Heimat ist etwas, was wir schaffen wollen. Es ist ein Projekt. Und die Frage ist dann, wer soll es schaffen? Die da wohnen. Ja, ich glaube, Heimat muss verschiedene Ebenen haben. Mein Dorf kann Heimat werden. Lass uns unser Dorf gut machen. Wer soll das Dorf gut machen? Alle, die da wohnen. Ja, alle, die da ein- und ausgehen. Das scheint mir doch so auf der Hand zu liegen. Wenn ich anfange zu sagen, ihr dürft nicht mitmachen, dann habe ich Heimat eigentlich schon verloren. Dann habe ich Heimat wirklich verloren. Weil Heimat bedarf, glaube ich, gar nicht, dass wir immer schon eine Geschichte teilen oder eine Sprache oder irgendetwas. Sondern Heimat bedeutet, dass wir ein Projekt teilen, etwas, was wir gemeinsam herstellen wollen und wie dieses aussieht, darüber dürfen wir dann ringen und streiten. Und es ist eine republikanische Grundidee, von der ich finde, die müssen wir für die Heimatidee fruchtbar machen. Da können wir vielleicht sogar von den Rechtspopulisten viele mitnehmen, die nämlich sagen, die gemeinsame Welt, die wir schaffen wollen, dieses Projekt Heimat, das entsteht nicht, weil wir schon gleich sind, sondern weil wir uns vom anderen berühren und verwandeln lassen. Wir verwandeln uns auf ein gemeinsames Hin. Wir sind erstmal verschieden. Da sind Fremde, da sind Einheimische, da sind unterschiedliche. Und wir verwandeln uns in der Herstellung dieses Projekts Dorf und dann eben Region, von mir aus Landkreis, Land, Bundesland, Nationalstaat, Europa, Welt. Alles kann in diesem Sinne unser Projekt werden. Inzwischen in vielerlei Hinsichten ist es die globale Ebene, in der wir Welt gestalten müssen. Also Heimat als inkludierend, aber eben auch ortsbezogen, das vor Ort möchte ich schöner machen. Frau Arras, als Fazit, kann Heimat eine Haltung sein? Auf jeden Fall, und zwar eine Haltung, in der wir sagen, wir sind offen und bei uns kann jeder auch
sich heimisch fühlen, sich zugehörig fühlen, der sich auf dem Wertefundament, das wir gemeinsam haben, und das ist das Grundgesetz, der hat hier einen Platz. Insofern passt es wunderbar, Heimat als Haltung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke Ihnen.